Nein, wir sind hier nicht in einer Lackiererei, sondern bei Chocolatier Kevin Kugel. Der bereitet gerade seine ausgefallenen Oster-Nougat-Wachteleier vor. Wachteleier sind noch immer so ein bisschen gesprenkelt. Und jetzt haben wir hier mit eingefärbter Kakaopuder das einmal so leicht gesprenkelt. Dann gießen wir das mit Schokolade aus. Ostern ist Hochsaison für den Chocolatier. Jetzt ist die Nachfrage nach Schoko-Ostereiern besonders groß. Seine Leidenschaft für Schokolade entdeckte der Sindelfinger durch Zufall, denn früher war er Koch. Und dann war ich einmal bei einem Wettbewerb und da gab es das als Preis. Da gab es 2 Wochen Praktikum beim Chocolatier. Und dieses Praktikum hat mich so fasziniert, 2 Wochen mit Schokolade zu arbeiten, dass ich danach sofort umgeschwenkt bin. Besonders beliebt Eier mit Nougat-Füllung. Der Name Nougat geht ursprünglich zurück auf das Wort Nuss. Je höher der Nussanteil, desto charakteristischer Geschmack und Konsistenz. Also das Besondere an Nougat ist, man hat geröschte Haselnüsse. Die werden klein gemahlen mit Zucker und Schokolade. Da hat man eine richtig schöne Konsistenz, leichte Süße. Und aber ein richtig schönes, geröschtes Nussaroma. Das soll ein schöner Nougat haben. Jedes Ei wird bei ihm von Hand gemacht. Heute soll Kevin Kugel für uns Nougat-Ostereier aus dem Einzelhandel probieren. Wir kaufen ein. 5 Schokoladeneier mit Nougat-Füllung. Die teuersten in unserer Stichprobe. Der Klassiker von Lind und Sprüngli mit 3,32 Euro pro 100 Gramm. Etwas günstiger die Eier von Milka mit Nougat-Creme für 2,21 Euro. Die Aldi-Eigenmarke Moser Rot für 1,19 Euro. Und die günstigsten Nougat-Eier von Riegelein für 99 Cent. Dazu noch ein Bioprodukt von Alnatura für 2,79 Euro. Wie die Nougat-Eier schmecken, das testet Kevin Kugel zusammen mit Sandra und Lisa. Beide stellen gerne selbst Süßes her. Sandra gibt sogar Kurse. Meistens war auch viel Zucker. Ich esse unheimlich gerne dunkle Schokolade und sie darf nicht zu zuckrig sein. Eher mild und angenehm, zartschmelzend. Ich mag es ganz süß. Also tatsächlich, mir macht es nichts aus, wenn viel Zucker in der Schokolade ist. Die Schokoladeneier haben wir alle ausgepackt. Logos der Hersteller entfernt. Los geht's mit der Blindverkostung. Die Eier von Lind sind nur zu 2/3 mit Nougat gefüllt. Und wie schmecken sie? Klebrig. Klebt ein bisschen. Es knackt nicht. Habt ihr die Nuss rausgeschmeckt? Also es war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte bei einem Nougat-Ei. Der Chocolatier wirft einen Blick auf die Zutatenliste. So, was haben wir für Zutaten? Ich Haselnüsse 15%. Also schon eher wenig eigentlich, könnte schon mehr drin sein. Als zweites Ei Milka, gefüllt mit einer Nougat-Creme. Auch hier ist noch reichlich Luft im Ei. Witzig. Ich finde, es klebt nicht so, aber also geschmacklich meine ich jetzt keinen großen Unterschied. Ich denke jetzt, da könnte ein bisschen höherer Fettanteil drin sein, aber sonst hat es sich natürlich auch eher fest. Neben Kakaobutter, dem natürlichen Fett der Kakaobohne, entdeckt der Chocolatier noch zugesetzte Fette. So, da haben wir jetzt gleich an zweiter Stelle Palmfett. Ja, und dann haben wir nachher auch noch Butterreinfett mit drin. Hauptsächlich wird das oft reingemacht, weil es einfach viel günstiger ist wie ein Kakaofett. Wir fragen bei Milka nach. Dort setzt man auf die Eigenverantwortung der Kunden. Wir weisen die Zutaten unserer Produkte deutlich für unsere Konsumentinnen und Konsumenten auf der Verpackung aus. So können sie schon vor dem Kauf entscheiden, ob das Produkt ihren Erwartungen entspricht. Auch bei Lind und Aldi entdecken wir zusätzliches Butterreinfett. Alnatura setzt Sonnenblumenöl ein. Weiter im Geschmackstest. Das Aldi-Ei, zwar etwas kleiner als die Konkurrenz, innen jedoch komplett gefüllt. Mehr Sahne verarbeitet ist. Sieht aber hell aus, oder? Ja. Beim Geschmack gehen die Meinungen auseinander. Schmeckt ein bisschen nussiger. Ich wäre, glaube ich, nicht mal drauf gekommen, dass es ein Nougat-Ei sein sollte. Aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie nach Nougat geschmeckt hätte oder stark nach Nuss. Dann weiß ich gar nicht, was ich rausgeschmeckt habe. Hilft die Zutatenliste? Haselnüsse 13%. Und dann hat man aber wirklich, das, was man auch geschmeckt hat, finde ich Buttermilchpulver, Magermilchpulver. Also viel Milchpulver halt. Deshalb sieht es auch von der Optik, denke ich, so hell aus.
Ich glaube, ich habe meinen Favoriten noch nicht ganz gefunden. Dauert noch, oder? Das dauert noch. Ja, also finden wir. Beim Blick auf die Verpackungen fällt noch etwas auf. Aldi und Riegelein nutzen das Fairtrade-Siegel. Lind und Milka haben ihr eigenes Anbauprogramm. Alnatura bestätigt auf Nachfrage, Bohnen aus fairem Handel zu beziehen. Denn der Kakaoanbau steht immer wieder in der Kritik. Die Einkommen der Bauern seien zu gering, die Arbeitsbedingungen vor Ort schlecht. Doch ob die Kakaobauern durch die Siegel ein ausreichendes Einkommen haben, bleibt fraglich. Zwar erhielten die Bauern extra Prämien, aber die wären viel zu niedrig, meint der Kakaoexperte Friedel Hütz-Adams. Wenn ich einen Weltmarktpreis habe, wie wir den jetzt seit Jahrzehnten haben, der weit unter dem liegt, was Bauern und Bäuerinnen brauchen für ein existenzsicherndes Einkommen, dann ist das Versprechen, das mit den Prämien etwas zu schließen. Wenn die Prämie aber nur einen Bruchteil von der Lücke ausmacht, dann ist die Zertifizierung in der Tat nur ein Indikator dafür, dass sich da wer auf den Weg gemacht hat, aber nicht dafür, dass Bäuerinnen und Bauern ausreichende Einkünfte haben. Bis auf Aldi antworten die Unternehmen auf unsere Anfrage, dass man sich um eine stetige Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen bemühe. Die Siegel und Programme beziehen sich aber nur auf den enthaltenen Kakao. In der Nougat-Füllung allerdings sind Haselnüsse enthalten. Woher die stammen, erfährt der Kunde nicht. Also bei Haselnüssen gehen bei mir grundsätzlich alle Alarmglocken an, weil rund 80% der für den Export verfügbaren Haselnüsse weltweit kommen aus der Türkei. Da sind es früher kurdische Familien gewesen und heute syrische Familien, die wochenlang von Plantage zu Plantage ziehen, in irgendwelchen Zelten leben, unter verheerenden sanitären Bedingungen ganz oft mit ihren Kindern, die in der Zeit nicht die Schule besuchen können. Also es ist sozial und von dem ganzen Umfeld her alles sehr, sehr schwierig. Wir fragen auch hier bei den Herstellern nach. Wieder antwortet Aldi nicht. Alle anderen bestätigen zwar, Haselnüsse aus der Türkei zu beziehen, würden dabei aber auf faire Anbau- und Arbeitsbedingungen achten. Überprüfen konnten wir das nicht. Zurück zum Geschmackstest. Bisher haben die drei noch keinen Favoriten. Schafft es das günstigste Schokoladenei? Ganz gefüllt ist es nicht. Ansprechend, oder? Ich find's gut. Und der Geschmack? Ich finde es schön, dass das hier, dass die äußere Schokolade knackig ist und ein bisschen leichter. Es riecht auch so ein bisschen nach Nuss. Also so finde ich ein Nougat-Ei, finde ich ganz lecker. Und Schokolade auch ein bisschen dunkler, was auch schön ist eigentlich. Ja, genau. Ein Blick auf die inneren Werte. Aber Haselnüsse, 26%. Ist das schon mal... Das haben wir geschmeckt, ja. Hat man gut rausgeschmeckt, finde ich auch. Ja. Die drei sind begeistert. Kann das Alnatura-Ei mithalten? Es hat eine helle Füllung wie das Aldi-Ei, also weniger Nuss und mehr Milchanteil. Also hier würde ich jetzt sagen, das ist für mich Vanille-Ei. Ich schmeck den Nougat nicht. Hier tun wir nicht viel. Alle drei sind nicht überzeugt. Vollmilchschokolade, 50%. Da steht jetzt zum Beispiel nicht, wie viel Haselnüsse, wie groß der Haselnussanteil ist. Den Haselnussanteil verrät uns Alnatura auch auf Nachfrage nicht. Fazit? Alnatura verliert zusammen mit Aldi den Geschmackstest. Im Mittelfeld die Nougat-Eier von Lind und Milka. Sieger? Die Eier von Riegelein. Sie waren zudem die günstigsten im Test. Mittlerweile sind auch die Wachtel-Nougat-Eier von Chocolatier Kevin Kugel fertig. Sandra und Lisa sind begeistert. Jetzt kann Ostern kommen. Zur kompletten Sendung geht's übrigens hier. Und mehr Marktchat-Videos bekommt ihr hier. Und wenn ihr Lust habt, unseren Kanal zu abonnieren, klickt einfach hier.